verlassen den Mittelaltermarkt, ne? Die Klänge waren sehr mittelalterlich. Eine sehr schöne Spielrunde, ein sehr schönes Spiel auch. Ja. Du hast es auch schon gespielt. Ja, zu einem sehr speziellen Zeitpunkt. Und das kann man immer wieder gut auf den Tisch bringen. So Zweier, so schöne, die gerade, wenn man Karten mehrfach verwenden kann, die reizen mich doch immer sehr. Sehr abwechslungsreich, auf jeden Fall. Und Zwei-Personen-Spiel ist ja auch so eine Sache. Viele Spiele oder die meisten Spiele sind ja für ein oder zwei bis vier, fünf Mitspielen ja gedacht, aber können auch zu zweit gut gespielt werden. Manche mehr, manche weniger, aber wirklich dezidierte Zweierspiele sind ja darauf ausgelegt und funktionieren oftmals dann nochmal anders als ein Spiel, was für X-Spielerinnen gedacht ist halt. Ne? Und wie bei uns Fungi beispielsweise halt auch wunderbar zu zweit funktioniert und eben auch Beer and Bread. Bisschen komplexer halt. Ich finde es auch toll, wird sich gleich bei mir bei den Highlights nochmal wiederholen, glaube ich. Also von daher muss man es jetzt gar nicht noch weiter loben, hatten wir ja eben auch schon. Wir hatten Peter und Annika dann auch im Gespräch gehabt. Ich begrüße erstmal Klaus, unseren Redaktionsleiter für die Spiele von Pegasus Spiele. Klaus ist der Herr unserer Spiele. Dir untersteht ein Heer an Redakteurinnen, die unsere Spiele veröffentlichen oder quasi zu einem veröffentlichungswürdigen Status dann eben bringen. Das ist manchmal mehr, manchmal weniger einfach, weil Spiele immer in unterschiedlichen Zustand auch zu uns kommen. Manchmal als Prototypen. Da muss man quasi von der Spielidee noch bis zu einem fertigen Spiel kommen. Das dauert manchmal Jahre wirklich. Und manchmal sind es Lizenztitel, da muss nur, in Anführungszeichen, dann schlägst du mich wahrscheinlich, exakt, übersetzt werden. Sagt Tinted Trail und da schlag dich nicht nur ich, sondern auch Martin. Eben, genau. Da gibt es schon ein bestehendes Spiel, das wird übersetzt, die Anleitung wird gesetzt, es wird auf unser Schachtelformat lokalisiert, gebracht. Lokalisiert, sagen wir lokalisiert, mal gerne. Genau. Beim Übersetzen manchmal nur, dass der Text übersetzt wird und beim Lokalisieren doch auch noch viel geschaut wird, ob diese Übersetzung für den Markt passt. Also Codenames war so ein Titel, der nur die Begriffe übersetzen, hätte das Spiel nicht so funktioniert. Da mussten wirklich die Begriffe lokalisiert werden und genau, die Bedeutung der Begriffe und so, das ist dann doch noch ein Unterschied. Und nur ist halt auch so eine Sache, es macht dann natürlich mal einen Unterschied, ob man ein Spiel wie Fungi beispielsweise lokalisiert oder ein Spiel wie Tainted Grail. Also da liegen Welten dazwischen halt. Tainted Grail, von der Wortzahl her ist das ein episches Projekt, meines unserer größten bis dato dann eben. Und ein Fungi kann man dann auch, wenn die Karten sind ja dann auch sprachneutral, es geht vor allem um die Spielregeln, um den Text eben dort, kann man dann auch mal in wenigen Wochen. Oder auch weniger. Also Kasekaki ist mein Beispiel, das habe ich mit Jens zusammen in, glaube ich, 2-3 Tagen höchstens durchgerockt, weil das ist eine kurze Anleitung, Schachtel. Und wenn man dann einfach sagt, diese 2 Tage nehmen wir uns vor, das durchzukriegen, dann schafft man das auch. Aber das ist dann dementsprechend auch ein kleines Projekt. Und dein Job ist es quasi, alle Produkte im Blick zu behalten, alles, was an Spielen bei uns das Jahr über erscheint. Du schaust nicht nur, du sprichst nicht nur mit den Redakteurinnen, mit denen du zusammenarbeitest im Redaktionsteam, sondern du lokalisierst ja auch selbst und betreust ja auch selbst eben Spiele. Ja, eigentlich nicht mehr. Da bleibt mir die Zeit nicht mehr übrig. Aber das ein oder andere Mal, und der erste Titel, den ich gleich schon haben werde, der war es dann nicht möglich, Nein zu sagen. Und das liegt dann einem doch zu sehr am Herzen und sagt, da nehme ich mir jetzt die Zeit. Und manchmal glaubt man, oder meistens glaubt man, es ist dann doch immer viel weniger und man könnte es viel schneller umsetzen, als es dann am Ende ist. Ja, so. Du hast dann wahrscheinlich auch viel Bürokratisches dann auf dem Tisch und so das Herzstück der Redaktionsarbeit, das Arbeiten mit den Spielen, rückt halt immer weiter, muss in den Hintergrund. Muss in dem Fall. Aber dafür hast du ja auch ein tolles Team und genau, dann musst du loslassen. Genau, dann kann ich mir das anschauen und mitmachen oder mal gegenlesen und helfen und kümmere mich dann um die anderen Belange der Redaktion. Genau. Wir haben jetzt quasi eine Dreiteilung oder ich im Gespräch mit Klaus, unserem Redaktionsleiter für die Spiele. Wir schauen einmal zurück, was waren unsere Highlights dieses Jahr, unsere persönlichen Highlights. Wir schauen, was ist so zuletzt bei Pegasus erschienen und wir geben so einen kleinen Ausblick auf 2023. Einen ersten, genau. Wir haben uns heute mal zusammengesetzt, haben schon mal geschaut, was 2023 alles erscheinen könnte. Daraus ein paar Spiele rausgenommen. Einen kleinen Fundus. Es wird noch viel mehr kommen, aber da werden wir dann auch... wir können nicht anders. Richtig. Gerade bevor wir loslegen, genau, wir haben es gerade noch in den Chat geschrieben, eine ganz wichtige Sache für uns. Und zwar nehmt an dem Gewinnspiel teil und noch viel wichtiger, macht bei der Charity mit. Und zwar Albert Schweitzer Kinderdorf Hessen e.V., den unterstützen wir schon seit 2012, damals mit Village, Kennerspiel des Jahres. Das war quasi ein Dorf, Village, hilft dem anderen. Das waren die Kinderdörfer hier in Hessen, sehr gut. In Hanau und in Wetzlar. Und mit denen arbeiten wir, oder haben wir immer wieder zusammengearbeitet, jetzt auch wieder einmal. Und ihr könnt hier bei der Charity-Aktion mitmachen und uns und vor allem dem Albert Schweitzer Kinderdorf Hessen e.V. und den Kindern und Jugendlichen helfen. Es geht hier um Therapiestunden, um Reitstunden für traumatisierte Jugendliche und Kinder. Und diese Reitstunden können ihnen dabei helfen, Bindungen wieder aufzubauen, Ängste loszuwerden. Das ist eine ganz wichtige Sache und es würde uns sehr, sehr freuen, wenn ihr da vielleicht einfach mal
5 oder vielleicht auch 10 Euro spendet. Also klickt einmal auf die Seite, macht mit, wenn ihr es erübrigen könnt. Das würde uns freuen und den Kindern und Jugendlichen sehr, sehr helfen. Ja, Highlights 2022, das war jetzt das erste Stichwort, was wir hier stehen haben. Und Klaus, ich übergebe direkt an dich. Du hast dein erstes Highlight mitgebracht. Wir wollten uns auf 3 beschränken. Du hast sogar 4, habe ich dir erlaubt. Ja. Weil du, das ist immer schwierig, ne, zusammenzufassen. Wir haben einfach viele Titel im Sortiment und an vielen hängt viel Herzblut dran, an fast allen. Ganz klar. Und definitiv die Nummer 1 bei mir ist Dorfromantik. Das ist eben der besagte Titel, den ich letztes Jahr dann im Herbst den muss ich machen. Das ist nämlich mit einem Autorenduo, mit dem ich schon sehr viel zusammengearbeitet habe. Die Zwerge war mein erstes Projekt hier. Und feiern wir morgen noch und spielen die Zwerge genau im Livestream. Genau, auch 10 Jahre. 10 Jahre. Das sagt dann ja auch, wie lange ich schon hier bin. Und Dorfromantik von den beiden, als wir das erste Mal gespielt haben, basierend auf einem Videospiel, das sehr, sehr erfolgreich von einem Berliner Studio, sage ich mal, vier super sympathischen Studenten entwickelt wurde, ist nun die Verspielung auf als Brettspiel, dass wir kooperativ zusammen, das Videospiel spielt man alleine, hier spielen wir nun zusammen, kann es auch alleine spielen. Je nach Runde, ich sage auch, desto mehr mitspielen, desto weniger übersieht man und desto eher kann man vielleicht den Highscore, den man in diesem Spiel über mehrere Partien, in denen man auch zusätzliches Material freischaltet, erreichen. Und das war so ein Titel, den habe ich, glaube ich, seit Hansa der Tonik, das ist ja mein erstes Spiel gewesen, für einen anderen Verlag noch, einen kleinen in Köln, Gentum, das wir als Big Box veröffentlicht haben. Ich habe noch kein Spiel in den letzten, das waren dann schon 12, 13 Jahren, habe ich in der Summe nicht nur so viel dann getestet und gespielt, sondern auch am Ende, wenn man eigentlich sagt, nach einem Jahr Entwicklungszeit, man sagt, ich kann es eigentlich nicht mehr sehen, wo ich immer nur sage, das fertige Produkt und ich freue mich auf die nächste Kampagne. Und das sagt dann schon sehr, sehr viel aus. Und deshalb ist ganz klar Dorfromantik bei mir die Nummer 1. Wer es nicht kennt, Familienspiel mit einer sehr niedrigen Einstiegshürde. Genau. Also wer wenig spielt oder wer ein Spiel verschenken möchte vielleicht an jemanden, der wenig spielt, dann ist das auf jeden Fall das Richtige. Die Regeln sind super simpel, man kann gar nicht viel falsch machen. Es ist ein Legespiel, wir bauen möglichst große Landschaften nach bestimmten Vorgaben, weil dann bekommen wir, wenn wir besser bauen, Punkte natürlich halt. Wir wollen immer unseren Highscore knacken. Und es gibt nur wenig Anlageregeln für diese Plättchen halt. Also im Grunde 2. Man kann nicht viel falsch machen. Es kann natürlich sein, dass man es dann nicht gut spielt. Dann muss man es nochmal spielen und den Highscore... Aber dieses Belohnende, dass man im Grunde spätestens nach der zweiten Partie eine erste Schachtel öffnen kann, neues Material bekommt... und sich natürlich mit jeder Partie auch mehrere Aha-Erlebnisse hat, das ist hier als Wohlfühlspiel, wie es sehr, sehr viele bezeichnen, etwas sehr, sehr Besonderes. Super regelarm. Und wer das Videospiel kennt, es ist kein Endlosspiel. Das war natürlich auch eine Hürde bei der Umsetzung als Brettspiel. Man muss aus dem Endlosspiel gewissermaßen ein Spiel machen, das eine vernünftige Spieldauer dann eben hat. Und im Grunde ist es dann sozusagen ein endloses Spiel, weil man über viele, viele Partien Sachen freischaltet und versucht, einen gewissen Highscore, also die 400 Mal zu überbieten, ist immer noch ein Ziel. Und das kann man halt aber in vielen kleinen Partien spielen, die immer 30 bis 60 Minuten sowas dauern. Und das ist also deshalb für ein Brettspiel für mehr Personen dann wunderbar umgesetzt worden. Absolut, d'accord. Florian schreibt, klasse Spiel, in Highscore vom ersten Spiel, 163, nie wieder gebrochen. Also es geht noch mehr auch in der ersten Partie, aber 163 ist schon wirklich sehr hoch. Das stimmt, muss ich gratulieren. Cool. Okay, das ist dein erstes Highlight, wenn du 22 mal so in den Blick nimmst, was alles so passiert ist. Ich habe auch ein Highlight mitgebracht. Für mich ist es King Domino Origins. King Domino war ja bei uns dann Spiel des Jahres 2017. Auch ein Legespiel, aber nicht kooperativ, sondern hier versuchen wir uns zu übertreffen halt und die meisten Punkte am Ende des Spiels zu haben. Basiert auf dem Klassiker Domino. Also wie der Name ja auch schon sagt, King Domino. Und seitdem sind ja auch ein paar King Domino-Spiele erschienen oder in der Welt erschienen. Erweiterung oder auch Queen Domino oder Kinderspiel. Auch das Kinderspiel, genau, Dragomino. Kinderspiel des letzten Jahres. Und das ist jetzt das neueste Spiel aus dieser King Domino-Reihe und das ist King Domino Origins. 3 Modi, die man spielen kann. Und der erste Modus ist dem Spiel King Domino selbst sehr, sehr ähnlich. Mit dem Unterschied, wer es kennt, die Kronen auf den Landschaften werden jetzt quasi über Feuerplättchen variabel gelegt. Das heißt, man kann schauen, in welche Gebiete man die legen möchte. Natürlich in möglichst große Gebiete und hat dann noch mehr Einflussmöglichkeiten. Und die anderen beiden Modi sind, die greifen sehr dezent, finde ich, in das Spiel geschehen eben ein, weil der Vorteil von King Domino ist, das Schöne aus meiner Sicht, es ist unglaublich schlank, simpel, positiv.
positiv. Ja, und das möchte man eigentlich nicht durch, durch aufblähende Regeln und Mechanismen kaputt machen, halt dieses schlichte Spielprinzip. Und das macht Origins eben nicht. Man kann die Modi dazu nehmen, muss es aber nicht. Und jeder Modus selbst bringt ein paar Kleinigkeiten noch dazu, über die man Punkte generieren kann, dann mit den Ressourcen, die man legen kann, oder dann auch mit den Stammesmitgliedern hier in der Steinzeit, die man dann noch in seine Landschaften, die man sich dann noch holen kann, kaufen kann. Ganz fein tariert, finde ich. Erweitert King Domino ein paar schöne Mechanismen, aber es macht es nicht länger und schwerer oder schwieriger oder sowas. Aber der ein bisschen mehr möchte, kann mit gerade mit den Plättchen, den Stammesmitgliedern da nochmal mehr an Planung reinbringen und genau. Bläht das Spiel aber nicht eben. Ansonsten klassisches Familienspiel, niedrige Einstiegshürde, eine Partie, 30 Minuten. Wir suchen uns Domino-Spielsteine aus, die verschiedene Landschaftstypen zeigen und versuchen sie in unserem eigenen Königreich klug und clever anzulegen, halt, dass möglichst große Landschaften entstehen und in die versuchen wir diese Feuerplättchen zu legen. Und dann wird die Anzahl der Landschaften mit der Anzahl der Feuerplättchen eben multipliziert und das gibt Siegpunkte halt. So. Und es geht dann immer darum, wer sich in einer Runde ein sehr wertiges Plättchen schnappt, der ist in der nächsten Runde halt eben nicht so früh dran. Da muss man dann nämlich dann überlegen, nehme ich jetzt dieses Plättchen, bin aber in der nächsten Runde sehr spät oder vielleicht als letzter dann eben dran. Das ist immer so der Clou. Und das ist es im Kern auch schon. Wirklich mal so ganz runter reduziert. Tolles, simples Spielprinzip. Unverändert, genau. Genau. So, meine Nummer 2 verbirgt sich hier unter diesem hier. Und das ist Welcome to the Moon. Das ist der dritte und abschließende Teil der Welcome-to-Reihe. Eine sehr, sehr erfolgreiche, sehr, sehr tolle Flip-and-Ride-Reihe, begonnen mit Welcome-to. Der zweite Titel Welcome-to-Las-Vegas, das noch ein bisschen auf sich warten lässt bei uns. Und der dritte Teil, letztes Jahr in Essen erstmals erschienen und jetzt bei uns im Mai diesen Jahres dann in der Pegasus-Version, ist Welcome-to-the-Moon. Und Welcome-to-the-Moon ist ein krönender Abschluss in meiner Meinung nach, weil wir haben hier im Grunde gleich 8 Spiele in einem, die aber zusammengehängt werden in eine Kampagne. Also man kann sie einzeln spielen oder man kann sich sein Lieblingsspiel davon raussuchen und immer das spielen. Ja. Man kann aber eine Kampagne spielen, die auch und jedes Mal, wenn ich die Kampagne spiele, durch die Ergebnisse leicht variiert. Und dann eben geht es darum, vom Start, der Startrampe, dass ich die Rakete fertigstelle, zum Flug zum Mond und die Kolonisierung auf dem Mond, mit all den Konsequenzen, was da so passiert, dass man dort eine Kampagne über 8 Spiele hindurch spielt. Ja. Und jedes Spiel wird immer ein Tickchen, nicht unbedingt schwerer, aber immer auf jeden Fall anders. Ich würde auch sagen, tendenziell ein bisschen schwerer. Also gerade das erste ist nur ein Einstiegsspiel. Und jedes hat seinen besonderen Kniff. Und obwohl das eben immer dieselben Karten sind, hat das immer ein anderes Spielgefühl. Und jedes dieser Spiele hätte sozusagen eine Berechtigung, dass es allein erschienen wäre. Und das in so einer gesamten Box, in einer kleinen quadratischen Box zusammenzuführen, richtig viel ist drin. Für mich ein ganz besonderes Highlight an Flip and Rides. Aber auch schon ein bisschen komplexer, also für etwas erfahrenere Spielerinnen. Ansonsten kann man auch zu dem Welcome to greifen. Das ist etwas weniger familientauglicher, komplex. Familientauglicher. Und wer diese Spielarten nicht kennt, man hört ja immer Roll and Ride oder Draw and Ride oder Flip and Ride oder so. Es geht darum, dass man entweder würfelt und etwas ankreuzt oder aufmalt oder eine Karte aufdeckt und dann nach einem bestimmten Schema etwas ankreuzt. Man hat also einen Spielplan vor sich liegen und muss darauf, je nach Spielart, irgendetwas ankreuzen, malen, einzeichnen oder eben tun. Share and Ride, Choose and Ride wird es noch geben. Ist auf jeden Fall, ja. Aber das ist so diese klassischere von den zwei Roll and Flip and Rides, in dem Fall ein Flip and Ride, wo man eben die Karten wendet und die Funktionen davon nutzt einsetzt. Und dann auf seinem Plan etwas tut. Genau, richtig. Ja. Sehr schöne Auswahl für Kenner. So, ich bin natürlich, jetzt bin ich wieder dran, ich bin natürlich Pen and Paper Rollenspieler durch und durch und deswegen muss natürlich hier auch ein Rollenspiel zur Geltung kommen und natürlich aus dem Cthulhu-Horror-Rollenspiel habe ich mir den Band Einstieg ins Entsetzen rausgegriffen. Sehr schöner Band, meiner Meinung nach, mit 3 sehr kurzen, aber sehr stimmungsvollen Abenteuern, die perfekt Neulinge an die Hand nehmen und in die Pen-and-Paper-Rollenspielwelt einführen. Hier in dem Fall ins Cthulhu-Horror-Rollenspiel. Die Abenteuer beispielsweise auch das erste Nekropole, Ägypten, Tal der Könige, Stil, Archäologen, Entdeckungen. Ganz klassisches Thema dann auch. Kann man in einer Stunde spielen. Es ist aber variabel gestaltet. Das sind Anleitungen dazu, wie man es dann auch in 2 oder etwas länger oder etwas mehr Stunden eben spielen kann. Aber man kann es auch auf einer Convention oder mit Freunden, die das mal ausprobieren wollen, in einer Stunde einmal ein vollwertiges Rollenspielerlebnis eben haben. Das klingt sehr spannend. Ja. Und das finde ich schön gemacht. Es sind auch noch viele Tipps drin für Neulinge. Es ist ein super Einstiegsabenteuer fürs Rollenspiel.
war vergriffen, wird aber auch neu aufgelegt werden, halt dieser Band, weil der auch so gut ankam, weil es ein tolles Einstiegsspiel ist oder Einstiegsabenteuer ist eben. Ja, das ist Einstieg ins Entsetzen, steht ja. Ist auch schon im Namen eben drin, dass das ein guter Einstieg ist eben in diese Welt. Ja, du bist wieder dran, Klaus. Ja, meine Nummer 3 ist Kuzuka. Ja, das hätte ich auch genommen, war nämlich so, muss ich zugeben, ganz, da bin ich ja auch selbstkritisch, lief bei mir so ein bisschen unterm Radar. Das, ich muss das wirklich erst einmal angespielt haben, dann ist der Funke übergesprungen und ich hätte es ansonsten auch in meine Liste genommen, aber du wolltest es schon haben. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Das und ist nicht von mir dann umgesetzt worden, auch wegen Zeit, von meinem lieben Kollegen Sebastian, der das sehr, sehr gut umgesetzt bekommen hat. Aber ich hatte es beim Premio Archimede, der alle 2 Jahre normalerweise in Venedig stattfindet, im Jahre 2018, da hört man wieder, wie lange auch ein Spiel Entwicklung braucht, im Jahre 2018 dort vorgestellt bekommen und hatte mich sehr sofort gepackt vom Mechanismus her. Und das hat dann eben jetzt 3 Jahre gedauert, bis wir es herausgebracht haben, 4 Jahre, bis in Jahr 2022. Kuzuka ist nämlich ein kooperatives Spiel, in dem wir Tiere sind. Und wir wollen aus dem Zoo ausbrechen. Der ist zu klein, wir werden nicht gut versorgt, Menschen hinterlassen Müll. Und jetzt haben wir auch noch gehört, dass wir verlegt werden in einen noch kleineren Zoo. Ja, noch schlimmer wäre umgelegt. Nein, wir werden verlegt in einen anderen Zoo. Noch kleineren und damit, das reicht uns, wir wollen hier raus. Aber unsere Sprachen sind nicht so kompatibel. Das Geschrei des Affen und das Tröten vom Elefanten, wir verstehen uns nicht so richtig. Und deshalb versuchen wir uns durch Karten, die wir auf der Hand haben, mitzuteilen auf einem Spielplan, was für Karten wir auf der Hand haben. Wir versuchen da zu zeigen, welche Ausbruchsgegenstände auf unseren Karten sichtbar sind und hoffen, dass wir innerhalb von 7 Tagen, also in 7 Durchgängen, es so hinbekommen, dass wir genügend Ausbruchsmaterial von einer Art haben, um dann über die Mauer zu entfliehen oder mit Luftballons aus dem Zoo zu entfliehen oder ähnliches. Das ist ganz schön knifflig, kooperativ, aber wir dürfen nicht reden. Wir dürfen gar nicht reden. Nein. Und wir haben viele Informationen auf unserer Hand bei den Karten, die uns helfen auszubrechen, aber wir dürfen nicht darüber reden, sondern müssen auf dem Spielplan Hinweise platzieren. Genau. Wie viele und wir Karten, hoffen, dass in welchen die Farben? Mitspielenden die richtig interpretieren. Genau, weil nicht nur, was ich sage, sondern auch, was ich nicht sage. Also wenn ich Felder überspringe und wenn ich ein Feld am Späte vielleicht anzeige. All das kann Informationen geben, dass ich nicht nur eine Grüne, sondern 2 oder gar 3 Grüne habe. Zusätzlich haben wir noch die Fähigkeiten jedes Tieres. Ja. Also wir sind ja ein Tier und das können wir einmal pro Runde auch nutzen. Dass wir unsere Karten ablegen und neu ziehen beispielsweise. Genau. Wir können fragen einen Mitspieler, ob er mindestens so viele Karte von einer Art hat. Auch als Faultier setzt einfach aus. Er sagt, nee, ich möchte nicht drankommen, aber ich glaube, der Nächste könnte vielleicht noch einen wertigen Hinweis geben. Und am Ende müssen wir halt immer in der Runde mal sagen, jetzt ist genug. Und eigentlich sollten wir dann möglichst die Zahl erreicht haben, die auf dem Feld uns angibt. Also zum Beispiel 4 grüne Karten. Wenn wir das nicht schaffen, kriegen wir gar nichts. Alle zusammen auf unseren Kartenhänden müssen wir 4 grüne Karten haben. Oder in der Aussage, wenn wir schon weiter sind. Und dann ist halt das Ziel, im Idealfall es genau zu treffen. Wenn ich grundsätzlich die Zahl erreiche, dann bekomme ich Erfahrungspunkte und durch die Erfahrungspunkte kriegen wir mehr Karten auf die Hand oder in die Aussage, die wir dann alle kennen. Aber wenn wir es genau treffen, kriegen wir so einen Joker. Und die Joker sind wichtig, um die Chance zu erhöhen oder auf der Rückseite des Spielplans, um es überhaupt zu schaffen. Weil da können wir nur mit Joker gewinnen. Also es gibt mehrere Spielstufen, die Erfahrungspunkte, wie viele ich brauche, um ein neues Level zu erreichen, aber auch Vorder- und Rückseite des Spielplans. Also es gibt ganz viel an Möglichkeiten, das Spiel schwerer zu gestalten, damit ich einen langen Spielspaß dran habe. So ein bisschen so ein Gefühl, was man eigentlich entwickeln muss für seine Mitspielenden. Für das Team, ja. Ja, genau, so irgendwie, was will er sie mir jetzt gerade sagen oder andeuten oder sowas. Man muss sich da auch so ein bisschen reinversetzen halt. Schwierig zu erklären sicherlich, muss man mal, also. Es ist ungewöhnlich, genau. Ja. Aber in der Kategorie Familienspiel, also auch hier wieder relativ einfache Regeln, aber sich da reinzufuchsen, das erfordert 1, 2, 3 Partien, damit man auch mit der Runde so auf einem Kommunikationslevel ist. Viele haben es als Anti-Bluff gesehen, weil man ja sozusagen immer höher steigert seinen Wert. Ein Hanabi, was ja auch ein Familienspiel ist, wo wir deduzieren versuchen, was wir auf der Hand haben. Deshalb ist nicht so, nicht so intuitiv, nichts, was bekannt ist, was wieder anders verspielt wird, sondern es sich doch sehr frisch und dementsprechend ein bisschen herausfordernd anfühlt. Absolut cool. Auch für Vielspielerinnen
ein super Titel. Ja, also jetzt das Familienspiel ist ja auch immer so eine Kategorie, die wir bei uns eben haben. Heißt nicht, dass nur Familien das spielen können, halt nein, so, sondern dass die Komplexität einfach niedriger angesetzt ist. Der grundsätzliche Einstieg vom Verstehen, was ich tun muss, ist einfach, es zu bewältigen, das Spiel, diese Sprache eben in der Gruppe zu finden, ist durchaus herausfordernd. Hidden Champ, absolut. Absolut. Mein dritter Titel ist gar nicht hier. Ich weiß nicht, wohin die Schachtel verschwunden ist, ist aber, steht irgendwo anders. Die steht bei Klaus. Da. Ach, natürlich. Oh, ja, aber wurde ja schon gesehen. Ja, aber man muss ja gar nicht viel sagen, aber nur der Vollständigkeit halber muss ich es in die da Kamera ist es halten. Das genau. Gute Bier und Brett. Und nicht nur wegen dem Brett magst du es. Genau, richtig. Auch wegen dem Bier, wobei da muss eigentlich Whisky und Brett sein. Aber wir haben es ja eben gespielt. Wir haben schon wir haben mit Peter und Annika drüber gesprochen. Ganz kurz nochmal runtergebrochen. Geniales Zwei-Personen-Spiel. Mit wenig Material, unglaublich viel Spieltiefe. Ich liebe es, wie die Karten verwendet werden können. Also auf unterschiedliche Art und Weise dann eben diese drei verschiedenen Teile, die wir auf den Karten haben. Und wir nutzen es entweder für Ressourcen oder als Rezept oder als Ausbau. Muss man bei jeder Karte die Entscheidung treffen, wie möchte ich sie verwenden. Und das ist super knifflig. Deswegen steht auch zu Recht Kennerspiel eben drauf. Da steckt unglaublich viel drin. Und gerade diese Spiele, bei denen man dann eben Karten auf verschiedene Arten nutzen kann, mag ich. Ich mag auch Race for the Galaxy sehr. Da hat man das ja auch als Ressourcen oder eben als Ausbauten dann zu nutzen. Und das ist so meine Spielart und das ist hier auch drin. Also, und auch noch wunderschön gestaltet von Michael Menzel mal wieder. Das Auge spielt hier auch wieder mit. Hier passt einfach alles zusammen für mich. Perfektes Zwei-Personen-Spiel. So, ganz einfach. Geht ganz schnell. Ja, und zum Abschluss, ich durfte ja noch den vierten Platz den habe ich dir noch ins Spiel bringen. Ja, klar. Da landet bei mir First Red ganz klar. Ein Kennerspiel, das intern in der Redaktion bei uns schwieriger umzusetzen ist, weil die meistens mehr Zeit brauchen. Ja. Aber bei dem Titel hatte mein Kollege der Sebastian noch einmal, das in Essen 2019 wahrscheinlich war das dann, bei 2020 gab es ja keine richtige, gesehen. Digital, und das hat uns doch so gepackt, dass wir es nicht mehr aus der Hand geben wollten. Und da floss dann einiges an Entwicklungszeit hinein. Aber es hat sich ausgezahlt, plus dem speziellen Thema. Das ist natürlich, sieht etwas für jüngeres Publikum aus, ist aber ein Kennerspiel, ganz klar. Auch wenn wir das hier nicht anzeigen, weil es zweisprachig ist, die Ausgabe, dann steht es leider nicht drauf. Genau, das war eben bei Kusuka auch schon so. Da stand nicht Familie drauf, weil Zweisprachversion und Familie sähe natürlich in Frankreich, in England, in den USA seltsam aus. Genau. Das ist klar. Also klares Kennerspiel, aber eben mal auch, was immer wieder gerne heißt, andere Illos, wir wollen ein anderes Thema haben und das wird hier perfekt umgesetzt. Das war auch das Originalthema bei dem Spiel, wo wir gesagt haben, da wollen wir auch nichts ändern, das ist einfach so cool anders und der Wettlauf zum Mond ist natürlich ein Wettlaufspiel. Wir haben eine lange Laufleiste bis zur Rakete, die die Ratten bauen wollen, die wollen nämlich zum Mond fliegen, der stellt sich als Käsemond dar und deshalb wollen sie da unbedingt hin. Völlig verständlich. Und diese lange Laufleiste, auf der ich mit meinen Ratten laufe, ich kann mit einer Ratte 5 Felder laufen, ich kann aber auch mit mehreren Ratten jeweils 3 Felder laufen, da muss ich aber auf demselben Farbfeld landen. Und diese Farben definieren auch, was ich bekomme, ob Käse, ob Ressourcen für den Raumschiffbau, ob Äpfelreste, mit denen ich wiederum im Rattenbau was machen kann. Und auf dieser Laufleiste gibt es Stationen, wie ich meine Möglichkeiten im Laufe des Spiels entwickeln kann, aber auch im Rattenbau. Da bekomme ich weitere Ratten oder auch da Superratten kann ich dadurch herstellen. Und das in einem eigentlich wiederum weiter verbreiteten, auch für einfache, ne, für Kinderspiele, einen Laufmechanismus so draufzusetzen, dass man ein herausforderndes Kennerspiel hat, auch hier wieder mit einer Spielplanrückseite, dass dieser Laufweg jedes Mal anders ist und somit jedes Mal wieder neu abstimmen muss, wie spiele ich besser dieses Mal, auf was gehe ich eher, damit ich am Ende meine Siegpunkte mache, weil es gibt viele verschiedene Bereiche, wie ich Siegpunkte mache. Das ist in der Summe einfach so schön vielfältig, dass das ein ganz, ganz großes Kennerspiel ist. Und auch wieder ein Eigentitel, ja. Dorfromantik Kusuka und First Red sind unsere Eigentitel, die natürlich dann mir nochmal mehr am Herzen liegen, weil wir sie auch viel mehr am Tisch haben und uns nochmal mehr beschäftigen. Ich teste die ja durch und durch und wieder, bis und es wirklich dann wollen ist. Wir natürlich auch die Titel nur rauspicken, die dann am Ende auch wirklich gut sind. Und bei den dreien bin ich doch sehr überzeugt, dass das sehr starke Titel sind. Schöne Highlights auf jeden Fall. Ja, das waren so unsere persönlichen Jahreshighlights. Vielleicht ist ja auch was für euch dabei. Wir wollen jetzt auch noch mal ganz kurz schauen, was jetzt zuletzt in den letzten Wochen bei uns erschienen ist. Geh nicht auf die Essen-Neuheiten ein, das da ist war zu viel, ja viel, sondern da, was nach Essen dann noch so gekommen ist. Aber es gab ein bisschen schon was nach Essen. Genau, und dann gebe ich dir direkt nochmal das Wort, glaube ich, weil da wolltest du was zu sagen. Ja, Katapult Feder. Ja. Das ist ein Fun-Spiel, zugleich auch Kids-Fun, weil das ist für Jung und Alt. Ja. Für
für Kinder und junggebliebene Erwachsene. Und da sind ja auch ganz viele, in uns sind wir jung geblieben. Denn was haben wir hier? Ich brauche eigentlich keine Regeln. Die Regel sind zwar zwei Seiten, aber im Grunde, wenn man es aufgebaut hat, weiß man, wie es funktioniert. Wir haben zwei Katapulte und wir bauen jeder für sich eine kleine Burg aus Kunststoffteilen auf denen wir 5 Ritter platzieren. Und wenn wir Katapult schon gehört haben, natürlich, ja. Wir werden mit dem Katapult auf die gegnerische Burg schießen und müssen dabei die 5 Ritterfiguren umschießen. Wer das erster schafft, gewinnt. So einfach das Prinzip, aber der Fun natürlich, der dahinter steckt, das ist das, was... Das ist ja wie bei Looping Louie, Crazy Coconuts, das sind Kinderspiele im Kern, aber man spielt sie auch als Erwachsener ganz gerne, genau. Vielleicht auch als Trinkspiel oder sowas oder einfach nur zwischendurch, wie auch immer. Also ich habe das erlebt, dass das Spiel stand bei einem Spieletreffen am Tisch und es haben dann die Gesetzteren, also Leute über 45, gespielt und nach einer Runde die Revanche verlangt. Also es ist im Grunde wirklich ein Spiel für alle, die einfach Spaß haben wollen und mit dieser Action durch das Katapult ist das... Oh, Blazing, was hast du? Brettspiele kennst du? Nur 4 gewinnt. Vor 35 Jahren bei meiner Oma. Krass, dass es neue Brettspiele gibt. Oh, es gibt eine Menge neue Brettspiele jedes Jahr. Es gibt die Spiele in Essen. 1000. Das ist die größte analoge Messe für Brett- und Kartenspiele. Mhm. Vor allem, die ist in Deutschland, in Essen jedes Jahr. Und da werden über 1000 bis 1500 Spiele jedes Jahr veröffentlicht. Und wir haben beispielsweise, ist eine gute Frage, was haben wir so, wie viele Neuheiten haben wir das Jahr über? Wir sagen immer, wenn wir unsere Partnerverlage und Rollenspiele zunehmen, sind es deutlich über 100. Deutlich über 100. Mit Erweiterung natürlich, mit allem drum und dran. Über 100 Spiele, die allein bei uns, bei Pegasus-Spiele im Verlag, dann jedes Jahr neu erscheinen. Es gibt unglaublich viele Spiele, vor allem in Deutschland. Also Deutschland ist sicherlich ein Paradies für Brettspielerinnen da draußen, eben was die Vielfältigkeit angeht. Und aber auch dank der letzten Jahre, wo ja ganz viele Länder dazugekommen sind. Naja. Inzwischen ist die Welle von Deutschland in Europa, in Asien, in Amerika. Also das gibt es inzwischen auch von dort sehr, sehr viele Feedback zurück und an neuen Titeln, wir dann bei uns veröffentlichen. Aber sicherlich, viele kennen dann so die Klassiker von früher. Das ging mir ja auch dann so. Man hat, keine Ahnung, ein Trivial Pursuit da gehabt oder ein Tabu oder natürlich das Monopoly und so weiter. Ein Uno hat natürlich irgendwie jeder mal zu Hause gehabt oder gespielt. Mensch, ärgere dich nicht. So die Klassiker. Aber mal den Blick so über den Tellerrand zu werfen, da gibt es einfach so viele spannende Spiele zu entdecken. Also probier es einfach mal aus. Guck dich mal um. Es gibt mega coole Spiele. Vielleicht siehst du ja was heute dabei. Ja. Absolut. Das nächste Spiel kann ich gar nicht zeigen, weil es noch nicht da ist, aber es kommt morgen. Ich habe im nächste Archiv Woche. Das Original. Tokaido Duo. Ja. Genau. Es ist nochmal ein 2-Personen-Spiel. Ich erkläre es da nur kurz. Es ist bald erhältlich. Tokaido ist ein Spiel, was es schon bei uns im Verlag gibt. Du stellst auch gleich den Nachfolger kurz vor. Und es gibt von Tokaido auch ein 2-Personen-Spiel, Tokaido Duo genannt. Zeigt die Insel Shikoku in Japan. Und Handelswege unterteilen die in 8 verschiedene Gebiete. Es gibt auch noch Gebirgsorte im Inneren, 4 Stück an der Zahl. Und es gibt noch umlaufend noch Orte um die Insel eben herum. Und das Spannende ist, jeder, der mitspielt, also die 2 Personen, haben 3 verschiedene Figuren. Zum einen Pilger, bewegt sich um die Insel herum. Künstler, bewegt sich in diesen 8 Gebieten. Und es gibt dann noch den Händler oder die Händlerin, bewegt sich auf Handelswegen zwischen Küstenorten und diesen Gebirgsorten. Und mit diesen 3 Figuren machen wir unterschiedliche Dinge, um Punkte zu bekommen. Und je nachdem, wie gut sind, können wir damit auch das Spielende herbeiführen. Bewusst herbeiführen oder vielleicht auch noch ein bisschen warten, wenn wir so mal überschlagen, dass unsere Mitspielerin gerade vielleicht mehr Siegpunkte hat, dann wollen wir jetzt nicht das Spielende herbeiführen, sondern warten damit natürlich noch. Und was das Spannende ist, in jeder Runde werden 3 Würfel geworfen. Jeder Würfel ist einer der 3 Spielfiguren noch zugeordnet. Und wir draften dann. Das heißt, wer Startspieler ist, nimmt sich einen Würfel eben und wertet ihn. Das heißt, ich bewege die entsprechende Figur, zu der der Würfel gehört, um so viele Felder, wie auf dem Würfel abgebildet sind. Und dann kann ich noch, das muss ich auch machen, die Bewegung, dann kann ich noch eine Aktion eben mitmachen. Dann ist mein Mitspieler in der Reihe, nimmt sich einen von den verbliebenen 2 Würfeln und dann nehme ich den letzten. Und in der nächsten Runde wechselt dann der Startspieler. Und so können wir natürlich immer schauen, was brauchen wir, was wollen wir vielleicht aber auch den Mitspieler oder der Mitspielerin eben gerade wegnehmen, weil, viele Siegpunkte, Spielende herbeiführen. Und das ist mega. Und jede der 3 Figuren, die wir haben, die hat ein eigenes Tableau und damit machen wir unterschiedliche Dinge. Also beispielsweise mit der Händlerin pendeln wir zwischen den Gebirgsorten und den Küstenorten hin und her und beschaffen Waren und verkaufen sie dann auch wieder. Oder Pilger geht um die Insel herum, besucht verschiedene Orte, bekommt dafür unter anderem Besichtigungsmarker und dafür gibt es auch Siegpunkte. Ich finde es halt super, dass jeder 3 Figuren hat, identisch, die unterschiedliche Dinge machen für Siegpunkte und wir noch auf die Würfel gucken müssen. Es ist ein fantastisches 2-Personen-Spiel. Ist ein bisschen weniger komplex als Bier und Brett, was wir eben vorgestellt haben. Braucht man nicht so viel Spielerfahrung. Und wenn man was zu zweit sucht, absolute Empfehlung für mich. Das ist,
Es hätte auch, aber es ist noch nicht da, deswegen habe ich es nicht mit reingenommen. Und ich habe es noch, ich habe es nur mal angespielt und da hat es mich schon geflasht. Deswegen habe ich es noch nicht bei den Highlights gezählt. Dafür muss es auch richtig getestet worden sein halt. Aber ansonsten ganz klar für mich in der Kategorie Highlight auch. Also das, was die Vielschichtigkeit bei den Karten bei Beer and Bread ist, ist hier diese Vielschichtigkeit der Endmöglichkeiten, wie ich es auslösen kann, durch diese drei Figuren, in welchem Bereich ich die Punkte mache. Genau, ist ein Top. Gehört in, bei unseren Zweierreihe da zu den wirklichen Highlights. Bald erhältlich und freue ich mich riesig drauf. Genau. Dann, genau, das ist auch aus der Tokaido-Reihe. Tokaido hat auch so ein schönes weißes Cover. Genau, auch Tokaido Duo, das ist ein, das, der Style des, des Japanischen, des Reduzierten. Und Namechi ist der Nachfolger zu Tokaido. Die Grundmechanismen bei Tokaido sind die, dass man immer der am letzten auf einem Laufweg darf sein Schiff hier bewegen und so weit nach vorne, wie er möchte und darf dort die Aktion, die dort angeboten wird, ausführen. Und dann ist wieder der, der am weitesten hinten ist. Und wer am weitesten, wenn er am weitesten hinten war und sich nur ein Feld vorwärts bewegt und wieder der weitest hinteste ist, darf er auch mehrere Aktionen hintereinander machen. Ja. Und dann hat man für jede Aktion, die einem da angeboten wird, sind dann sozusagen wie, wie kleine Spiele, Wettrennen und so weiter, die man hier durchführt. Ich sammle Fische und die sammle ich in meinem Netz. Und wenn ich in Spalten und in Zeilen versuche ich, gleiche Fische oder gleichfarbige Fische zusammen, um Punkte zu kriegen. Ich habe ein kleines Push-or-Luck-Element an einem Ort, da ziehe ich verdeckte Plättchen, Krabben und Garnelen. Und ich darf keine zweites Mal keine, ich glaube, Garnele war es, ziehen. Ansonsten bekomme ich keine Plättchen, ansonsten ist jedes Plättchen Punkte wert. Ich kann aufs Spielende hin Karten sammeln, die mir am Ende Punkte geben. Ich kann Panorama wunderschöne sammeln. Und das ist bei Tokaido dieser Laufweg, diese Art des Fortbewegens ist dieselbe, aber eben bei Tokaido sind es komplett andere Aktionen, die mir da angeboten werden. Und Namechi eben hat das nun im Meeresthema. Tokaido ist ja die Strecke von Edo nach, oder Kyoto nach Edo oder sowas. Und hier haben wir einen Rundlauf und es ist das, das Meeresthema, das ist dann absolut auch ein anderes Thema. Wir sind ja auch im Bereich Familie, also relativ einfacher Einstieg auch. Spieldauer ist so dreiviertel Stunde, maximal eine Stunde, vielleicht für die ersten Partien. Bei Mehrspielern. Genau, bei Mehrspielern. Genau, das ist hier definitiv Spielerzahl abhängig, die Dauer auch. Ganz genau, richtig. Und zwei bis fünf Spielerinnen. Genau, ja. Ein sehr elegantes Spielsystem und mit Namechi nun die Möglichkeit, es zu variieren. Und optisch auch einfach ein Highlight, finde ich. Super schön reduziert, auch von den Farben her. Ja, ja. Die Reihe ist da wirklich so durchgestylt. So, auf der Liste, ich mache es jetzt nicht nochmal, wäre eigentlich jetzt noch Beer and Bread, brauchen wir halt auch nicht vorstellen, ist auch zuletzt dann eben erschienen. Kommen wir jetzt aber noch zu zwei Schwergewichten, die dieses Jahr erschienen sind, bevor wir den Blick auf 2023 dann auch schon richten werden. Und Schwergewichte, das ist auch ernst gemeint zumindest gleich. Wir haben hier mit Woodcraft ganz neu ein absolutes Expertenspiel. Ja. Also das kann man auch zwei, drei Stunden lang eben spielen. Das ist wirklich was für diejenigen, die komplexe Herausforderungen suchen und sich schon sicher, einigermaßen sicher durch verschiedene Spielelandschaften navigiert haben. Ja, also ganz braucht man, klar. Da braucht man klar Spielerfahrung. Ist auch klar, warum. Es ist Delicious Games, bekannt sich hier durch Underwater Cities, aber auch Praga Caput Regni. Und der Vladimir Suchy, der Autor, der diesem Verlag auch gehört, hier zusammen mit einem Partner es diesmal gemacht hat, der macht einfach mal nur Expertenspiele. Also drunter geht bei ihm nicht. Ja, das ist so. Und bei Woodcraft ist neben einem sehr charmanten Thema der Wald, wir versuchen hier Holz zu verarbeiten, haben wir hier wieder ein spezielles Aktionsrad. Das ist so ein bisschen vielleicht bei Praga Caput Regni auch schon mal aufgetaucht. Hier wird es aber noch wieder anders verwendet. Und auf diesem Aktionsrad suche ich Aktionen aus. Diese Aktionen bewege ich dann weiter. Das Rad ist in vier Teile geteilt. Und je weiter diese Aktionen vorwärts wandern, beginnt sich auch das Rad mitzudrehen und schaltet dann für noch nicht verwendete Aktionen Boni frei. Und diese Aktionen werden alle auf unserem Spielplänen genutzt und dort versuche ich von Personen anheuern, über Werkzeuge bekommen, dass ich in meinem Dachboden was ergänzen kann, eben über grundsätzlich einen Würfelmechanismus, den ich hier verwende. Also ich versuche eigentlich Würfel einzukaufen, die mein Holz darstellen. Ich kann aber auch das Holz selber züchten, indem ich Bäume pflanze und dadurch meine Würfel das wachsen lasse, also in der Augenzahl weiter wachsen lasse. Ich versuche Aufträge natürlich zu erfüllen, indem ich das Holz verarbeite und dann Aufträge erfülle. Das Ganze geht über, je nach Spielerzahl, auf bis zu 14 Runden waren es, meine ich, und dauert die 2 bis 3 Stunden, die du erwähnt hast, einfach, weil es... Die einzelnen Aktionen sind jetzt nicht mal groß komplex oder schwierig zu verstehen. Ich muss einmal diese Symbole verstehen, was ich da alles tue. Aber die Vernetzung in dem Spiel, welche Aktion wähle ich, welchen Bonus kriege ich vielleicht auch noch,
wenn ich den ablege, wenn ich die Aktion an meinem Brett mache, kriege ich vielleicht auch einen Bonus. Das alles dann zu vernetzen, um wirklich gut zu spielen, das macht es halt zum absoluten Expertenspiel. Ja, ja, definitiv. Woodcraft. So, Woodcraft, genau. Und noch ein Expertenspiel. Hoffentlich gibt es ja keinen Bruch. Workout. Es hat ein bisschen gedauert, bis es dann erhältlich war. Das ist, und das ist nur das Grundspiel. Das ist nur das Grundspiel, genau. Es gibt auch noch 4 Erweiterungen, die zeitgleich erschienen sind mit dem Grundspiel. Und das ist Cthulhu Wars. Ein Spiel, auf das wir auch schon lange gewartet haben, was jetzt endlich erschienen ist. Und es ist... schon wieder ausverkauft fast. Ja, es wird auf jeden Fall schnell gehen. Ich glaube nicht, dass das, das Weihnachtsgeschäft dann überleben wird. Es ist ein miniaturenlastiges Area-Control-Spiel. Es enthält sehr detailreiche, sehr mitunter große Spielfiguren. Und Area Control heißt, wir haben einen Spielplan, der die Erde zeigt in der Postapokalypse. Es spielt im Universum des Cthulhu-Mythos mit den scheußlichen Wesenheiten. Die haben die Menschen schon unterjocht. Es spielt, wie gesagt, in der Apokalypse. Und jetzt versuchen diese scheußlichen Gottheiten, die Erde unter sich aufzuteilen, beziehungsweise die Erde zu erobern. Und dann müssen ja die Konkurrenten dann eben weg. Und so kämpfen die verschiedenen Fraktionen gegeneinander. Und Area Control kennt man vielleicht so aus Spielen wie Risiko. Man versucht eben, Landschaften einzunehmen und Mehrheiten dann eben zu schaffen halt. Und so in der Art funktioniert das hier auch, nur dass man hier noch viel mehr Möglichkeiten als bei einem Risiko eben hat. Die einzelnen Fraktionen sind auch, das ist ein asymmetrisches Spiel, das heißt, man hat nicht die gleichen Startvoraussetzungen. Es gibt ja Spiele oder viele Spiele, bei denen starten dann alle Spielerinnen mit den gleichen Voraussetzungen. Keine Ahnung, man hat ein Tableau, man startet mit 2 Holz, 2 Leben oder was auch immer und beginnt eben so das Spiel. Und hier sind das völlig unterschiedliche Voraussetzungen und man macht auch unterschiedliche Dinge. Jede Fraktion hat unterschiedliche Arten, Figuren zu bewegen, hat stärkere Kreaturen, schwächere Kreaturen, die beschwört werden können. Und also man hat hier einiges zu erleben, kann Zaubersprüche dann eben wirken und versucht hier Verdammnispunkte zu generieren mit Kultisten, mit Portalen, die man dann eben erschafft. Es ist auf jeden Fall ein Expertenspiel, in das man sich reinarbeiten muss, auch um herauszufinden, nicht nur wie die Fraktion, die man gerade spielt, eben funktioniert, was sie tut, sondern auch was die anderen Fraktionen, die die Mitspielerinnen eben haben, was die tun, um zu gewinnen halt. Da muss man sich ja dann auch eben reinversetzen, weil man kann nicht von sich aus denken, weil man hat andere Gegebenheiten halt. Und das ist Cthulhu Wars. Also wer auf stundenlange... Mein Highlight auf der Schachtel, wenn du sie kurz rumdrehst, sind ja die Figuren abgebildet und dann steht extra auch noch überall tatsächliche Größe. Größe, genau. Ja, damit man sieht schon auf der Schachtel, was das wirklich für eine Dimension genau, das ist Figuren also haben. Cthulhu, haben wir sonst dann nirgends stehen, dass wir extra tatsächliche der Größe haben. Der eben so groß da eben drin ist in der Schachtel. Also wirklich Wahnsinn, sind auf allen 4 Seiten eben drauf, sieht man hier auch. Das ist die Originalgröße der Spielfiguren, das ist absoluter Blickfang. Auf dem Spieltisch, man hat eine große Karte und dann verschieben sich da die Mehrheiten. Man erobert ein Gebiet, man drängt eine andere Fraktion eben zurück, man nimmt Kultisten gefangen und kann damit Selbstpunkte generieren, beschwört Kreaturen, um irgendetwas zu tun. Es ist opulent und es ist ein fantastisches Spiel, wenn man auf solche Miniaturenspiele eben steht, die auch eine gewisse Spieldauer eben haben. Steht 90 bis 120 Minuten drauf, das braucht man auch sicherlich. Wenn man Taktiker dabei hat, die ein bisschen mehr überlegen, dann dauert es auch noch länger. Aber hier ist auch einiges drin und wer alles durchgespielt hat, findet bei den Erweiterungen dann neue Fraktionen, die man ausprobieren kann. Cthulhu Wars. Wunderbar. Oh, jetzt habe ich alle anderen Spiele platt gedrückt. Ja, genau. Das Gewicht zu stimmen. So, jetzt haben wir noch in den letzten Minuten, können wir noch mal ganz kurz auf 2023 schauen, Klaus. Und zwar wird im Frühjahr noch von unserem Partner Frosted Games Frostpunk erscheinen, direkt mit der Erweiterung. Frostpunk ist ein sehr ungewöhnliches Spiel, spielt auch in der Apokalypse. Es geht um die letzte Stadt, die noch steht, in der noch Menschen eben leben. Alles drumherum ist unwirtlich, man kann dort kaum überleben. Und es geht darum, dass man schwerwiegende Entscheidungen treffen muss im Verlauf des Spiels. Es ist angelehnt oder es basiert auch auf einem Videospiel. Die gleichen Macher, die auch This War of Mine eben veröffentlicht haben, was auch schon sehr dystopisch war. Genau. Und wir müssen hier schwerwiegende Entscheidungen treffen. Also um die Versorgung der Stadt zu gewährleisten, müssen wir mitunter vielleicht Arbeiter in den Tod schicken, weil die sich totarbeiten müssen, damit wir die restliche Gemeinschaft ernähren können beispielsweise. Und es hat ein sehr ernstes Thema auf jeden Fall. Es ist sehr komplex, auch so sehr opulent ausgestattet und nicht nur für Freunde des Videospiels oder für Fans was zum Ausprobieren, sondern für alle, die vielleicht mal ein ungewöhnliches Thema erleben wollen. Also sehr emotional von der Spielart, definitiv. Dann haben wir noch... Ich würde sonst ein paar der Verlängerungen, Erweiterungen unserer Reihen nennen. Und da würde gerade, wenn du Frostpunk hattest, auch dazu passen, weil das auch in die Richtung geht, aber
vom Thema etwas weniger intensiv ist, auch wenn es ein sehr, sehr, sehr thematisches Spiel ist, nämlich Robinson Crusoe, für das wir auch im nächsten Jahr dann doch endlich mit dem Abenteuerbuch wieder neuen Stoff an neuen Geschichten und so haben. Genauso gibt es Erweiterungen für Living Forest. Das Kennerspiel diesen Jahres, genau. Gibt es eine Erweiterung, kommt nächstes Jahr. Für Carnegie, ein weiteres Expertenspiel, das, ja. Das sehr, sehr gut angekommen ist. Die Erweiterung wird nächstes Jahr kommen. Eine Erweiterung für Everdell, oder nicht nur eine. Zwei sogar. Also die Erweiterung, wir haben ja, ja. schon drei veröffentlicht, genau. Die nächsten zwei. Also auch diese Reihe geht weiter. Mit unseren eigenen Reihen geht es ja auch weiter. Oder mit unseren eigenen Titeln. Wir haben ja dieses Jahr auf der Spiel in Essen Spaceship genau. Unity Season 1.1 veröffentlicht. Ein Spiel, bei dem die Wohnung zum Spielfeld wird. Wir sitzen nicht am Tisch und haben unser Brett und spielen da und haben unsere Spielfiguren, sondern es ist ein kooperatives Spiel. Wir sind Mitglieder eines Raumschiffs, des Spaceship Unities, namensgebend. Und wir müssen verschiedene Missionen dann eben erleben und Dinge tun. Das kann sein, dass wir die Schutzschilde aktivieren müssen, weil Feinde in Verzug sind, die auf uns zufliegen, und dann müssen wir den Rollladen runterlassen. Das heißt, die Wohnung wird hier zum Raumschiff, zum Spielfeld. Wir müssen umherlaufen und Dinge tun. Super frische, ungewöhnliche Spielidee, mal was anderes, den Spieltisch zu verlassen. Und es ist die ersten 5 Missionen, die wir spielen können bei 1.1. Die haben auch eine Geschichte, die hängen auch zusammen. Also da steckt richtig eine krasse Science-Fiction-Story auch dahinter. Es gibt einen kleinen Abschluss am Ende der 5. Mission, aber es gibt auch einen Cliffhanger, denn 1.1 sagt ja schon, dass das noch nicht zu Ende ist, sondern dass noch 2 Punkte geben wird. Und dass es wie so eine Serie eigentlich aufgebaut ist, das Ganze. Genau. Also man erlebt eine zusammenhängende Geschichte, und da geht es nächstes Jahr auch weiter. Genau, weil der erste Teil mit seinen 5 Kapiteln, diese 5 Kapitel sind 60 bis 120 Minuten, sagen wir mal, an der Spieldauer, also auch wie eine Serie. Man hat Kapitel 1 und hat da einiges zu tun, und danach Kapitel 2, und in der Season 1-2 gibt es dann weitere 6 Kapitel, um das Ganze auch zu einem Ende zu führen. Absolut. Jetzt ein anderer Titel, wir haben noch Chrono Cops. Ja, genau. Wo der nächste Teil dann uns erwarten wird. 2 sind schon erschienen. Das ist die Point-and-Click-Reihe, die das Zeitreisen also auch wirklich begründet und fassbar macht, weil wir wirklich zwischen den Zeiten hin und her reisen und wirklich in der Zeit was verändern und dadurch Rätsel lösen und Aufgaben lösen. Wir hatten schon Einstein und Da Vinci. Wer ist jetzt dran? Mit wem spielen wir jetzt in der Geschichte? 3 ist, Mann, warum weiß ich es gerade nicht? Eine Frau? Peinlich. Eine Frau wird in Teil 4 sein, den wir auch schon mal also zum Testen auf dem Tisch hatten. Es ist gerade peinlich, du überfragst mich, und ich kann dir gerade den Namen nicht nennen. Das macht nichts, das ist ja zum Glück nicht. Vielleicht fällt es natürlich noch ein. Genau. Und Jules Verne. Jules Verne. Ich meine Jules Verne. Oder war das der Promofall? Lass uns etwas überraschen. Ja. Das passiert bei der Vielzahl an Neuheiten. Aber das können wir in der Post rausschneiden. Ist ja zum Glück nicht live. Und wir sind schon quasi über unsere Zeit drüber, bei einem Titel, den wir auf jeden Fall noch ankündigen wollen. Das ist Revive. Genau, richtig. In Essen. Ja. Erschienen. Also nicht die deutsche Version. Nein, das ist es. Sondern es geht jetzt um die deutsche Version von Revive, und die wird bei uns landen. Genau. Die ist gerade am Tisch in der Lokalisation. Ist neben Woodcraft eines der oder vielleicht das Experten-Highlight. Mhm. Auch so eine kleine Kampagne um alle Regeln über 5 Spiele. Man kann es natürlich auch, braucht sie nicht spielen, man kann auch im Einstieg bleiben, weil das da schon ein Vollex-Experten-Spiel ist. Aber über fünf Spiele kann man sozusagen alle Regeln erspielen. Es sind asymmetrische Boards drinnen, wieder Belohnungseffekte, wie man seine Karten in 2 Varianten nutzen kann, obere Hälfte oder untere Hälfte. Auch hier wieder die Verzahnung, die es zum Expertenspiel macht. Ein absolut zu Recht sehr, sehr hoch angesiedelter Expertentitel für nächstes Jahr. Und das war nur ein kleiner Ausschnitt aus dem, was... Das war definitiv nur ein kleiner Ausschnitt, ja. Wir saßen heute vor Mittag, ja, mehr als die Zeit, die wir jetzt haben. Genau, richtig. Da kommt noch einiges, und das wird richtig spannend werden, 2023 auch wieder. Unsere Redezeit ist leider vorbei. Wir haben noch ein bisschen Anschlussprogramm, deswegen müssen wir hier dich verabschieden, Klaus. Genau. Ich durfte nicht überziehen. Nein, genau. Wir haben ja auch schon das eine oder andere Mal überzogen, und ich darf nicht mehr überziehen mit dir, wurde mir gesagt. Vielen Dank, dass du da warst, Klaus. Gerne, wie immer. Für den schönen Überblick, unsere Highlights und das, was zuletzt erschienen ist und das, was noch kommen wird. Ist mir eine große Freude. Dürft gespannt sein auf 2023. Der Abend ist aber noch nicht vorbei. Wir zeigen euch jetzt noch ein Video aus unserer neuen Spotlight-Reihe und stellen euch das Spiel und die Erweiterung, da gibt es nämlich schon mehrere von Sagrada vor. Ein sehr tolles, abstraktes Legespiel, bei dem wir aber Würfel legen und keine Plättchen, wie das jetzt schon bei King Domino beispielsweise der Fall war. Oder Dorfromantik. Ihr seht euch jetzt das Video an. Wir stellen euch Sagrada vor, und danach seht ihr dann
noch ein Let's Play mit Ronja, Tobi und mir. Viel Spaß dabei. Genau, viel Vergnügen mit den weiteren Titeln. Danke, Klaus. Ciao. Pegasus-Spiele. Wir machen Spaß. www.pegasus.de